Einen wunderschönen guten Tag. Hier wieder Gym Studio am Start. Da ist der Felix. Jo Leute, was geht? Ich bin am Start und der filmt, ist wieder mal Paul. Er ist dabei. So, wir fangen mal an. Wie wir im letzten Video schon gesagt haben oder in der Beschreibung geschrieben haben, das Fazit über den Booster Red Rider. Ich würde mal sagen, du sagst mal zuerst deine Meinung, dann schließe ich mich an. Also ich finde ihn ziemlich geil, weil ja, er ist halt geil. Wir haben ihn ja letztes Mal schon genommen, da habe ich aber davor was gegessen, aber ja trotzdem geknallt. Da ist viel Beta-Analin drin, damit es ist, also es juckt schon sehr viel. Gewaltig. Gewaltig. Und der knallt eigentlich auch richtig krass. Also ich konzentriere mich auch viel mehr aufs Training und so. Und der Fokus ist so hoch. Aber das Gute ist auch an dem, hier sind ganze 480 Gramm drin. Man braucht circa immer einen Scoop. Ich kann ja mal kurz zeigen, ist für einen Booster eigentlich ungewöhnlich, dieser Scoop. Der riecht so ein bisschen nach Banane, obwohl es Red Punch ist. Ein riesen Scoop, ein riesen Scoop. Aber es ist eigentlich schon viel drin für einen Booster. Zumindest im Tunnelblick waren 100 Gramm weniger drin. Von daher ist schon, aber... Ja, vielleicht wollen sie mal riechen. Okay. Vom Geschmack ist halt immer so eine Sache. So, was steht heute auf dem Programm? Bei uns heute... Brust und Trizeps. Hier ist mein Radio, was ich von einfach so anschaltet, immer wenn es irgendwelche Verkehrsnachrichten gibt. Ja, heute Brust und Trizeps. Wir werden auf jeden Fall filmen, wenn wir einen maximal Brustpresssatz machen, der Felix und ich. Und ja, dann würde ich mal sagen, so, wir sehen uns dann hier bei einem Brustpresser. Also hier bei der Brustpresse. Wir haben hier, gucken wir drüber, ein relativ hohes Gewicht. Ja, da kriegt ihr jetzt so 8 hin. Und jetzt, komm uns her. Ich zeige euch noch kurz schön die Armhaltung. Und nicht, wenn ihr drückt, euer Handgelenk nicht so. Guck mal, nicht so. Weil so belastet euer Handgelenk. Das ist völlig für den Arsch, wirklich. Deswegen so machen. Ja, und ihr seht hier wieder den 45 Grad Winkel. Den wunderschönen, nicht so. Weil dann drückt ihr mehr aus der Brust raus. Wird die Brust zu doll angespannt. Ihr wollt ja, dass die Brust schön spielt. Ja? Halt mal an. Relativ hohes Gewicht, 8 Stück. Meine Ellbogen sind hier. Fester Stand. Ist jetzt der Sitz tief gelegt. Weil ich merke es besser. Oberen Brust. So, dann will ich mal anfangen, oder? Ja. Man sieht auch richtig wegen den Handgelenken und der Winkel hier beim nicht 45 Grad, sondern immer schön nicht 90 Grad, sondern 45 Grad. So, das waren jetzt 10 Wiederholungen. Ich habe eigentlich, so wie ich es bei mir gemerkt habe, die Ellbogen schön niedrig gelassen, weil wenn ihr natürlich einen noch rauspressen wollt und braucht die Schulter als Hilfsmuskel, dann ist das was anderes. Aber der Fokus sollte immer darauf liegen, die Übung richtig durchzuführen. So, und jetzt würde ich mal sagen, macht Felix jetzt noch seinen Maximalsatz. Jo, jetzt mache ich noch meinen Satz. Komm, Digga, schaffst du es ja nicht so. Bild. Ja, genau, komm. Guck dich die Hand. Guck dich hier den Ellbogen an. Der ist immer im 30 bis 45 Grad Winkel. Und er presst schön raus. Er presst gut. So, bitte. So, komm, dann machst du noch einen. Machst du noch einen. Komm. So. Mach gleich weiter, wa? So, nächstes Thema. Jetzt gucken wir hier unten drauf. Wir schauen ihn jetzt schön hoch, weil dann wird hier, wenn ich jetzt so, ihr seht, ich drücke aus einem ganz anderen Winkel. Ich lasse trotzdem 30 Minuten Grad, aber ich drücke aus einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Stellung. Die ganze untere Brust wird doller angespannt. Da würde ich mal sagen, machen wir insgesamt 30 drauf. So, 5er runter, 4er hoch. Eigentlich. Meine Meinung ist, wenn man den ja ist immer ein bisschen schwieriger. Deswegen, ja, gucke ich denke auch mindestens 8 Stunden daran. Okay.
ich nochmal sagen wollte, ist, wenn ihr ausstreckt, streckt ihn nicht ganz brutal aus. Lasst eine kleine Beugung drin, weil dann steht der Muskel mehr unter Spannung. Wenn ihr zurückgeht, geht nicht nach hinten hier, weil dann wird es umso schwerer wieder rauszukommen. So, wenn ihr so seid, auf dieser Höhe, ist perfekt. Dann könnt ihr noch schön nach vorne drücken und spürt sich richtig gut. Weil so kommt man nicht wieder raus. Felix, ist dein Satz? Wollt noch immer. Wie viel willst du machen? 20. Weil ich dachte, ich dann 25 gar nicht mehr hochgekommen. Aber wir haben schon einen guten Satz. Bank drücken gemacht? Mal kurz. So, jetzt sind wir einfach mal kurz, das fühlt mich. Hier, warte mal, wir haben 20 drauf. Er drückt schön 45 Grad Winkel. Er zieht die untere Brust wie die Sau. Sieht gut aus. Komm mal, pressen. So, Jungs, bei der Übung auch wichtig, schön an euer Ende gehen. Das war jetzt ein Satz. So, nein, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Hallo, wir sind jetzt hier wieder da, nämlich bei der Trizepsübung. Ich wollte mal kurz vormachen, wie das falsch, also wie die meisten das falsch machen. Ich habe jetzt hier nicht so ein hohes Gewicht, damit ich es vormachen kann. Gehen wir mal an, die einfachste, oder was her? Bei den meisten ist, die haben diese Haltung. Diese. Mein Körper ist ohne Spannung, wir machen den. Wir hier ohne Knick einfach so hoch. Und das ist völlig für die Katze. Wohlfreund, gebeugten Stand. Meine Hände sind angelegt, meine Ellbogen an den Körper, dann geht's los. So runter. Das gleiche wäre auch anderswo, mit den Händen so. Das gleiche läuft so rum. Hier wieder ran, weil nur der Trizeps wird angespannt. Nur der Trizeps. Wollt ihr den hinteren Bizepskopf, nämlich hier hinten, wollt ihr den anspannen. Das ist eine ganz andere Haltung. Dann sieht die Ellbogen weiter vorne und dann drückt ihr genauso runter. Und diese Spannung muss drin sein. Weil viel zu viele machen 80 Kilo und dann machen sie den ganzen Oberkörper raus. So, jetzt machen wir den nochmal ein. 50 Kilo. Also, Ellbogen ran. Langsam hoch. Ihr könnt natürlich auch so machen. So, aber die gleiche Spannung und dann wieder runter. So wäre es dann vorne rum. Für den hinteren Skizzen. So, dann macht das. Kannst du auch noch mal kurz vormachen, wie die meisten es falsch machen. Hier, die meisten haben keine Körperspannung. Manche machen ja schon so richtig, ne? Oder manche, die richtigen Experten, machen dann so. Wirklich, ohne Witz, es gibt viel zu viele, die es so machen. Als würde man eine Frau von hinten nehmen. Ja, so mal so. Guck mal, jetzt sieht es schon, warte, ich zeig's mal. Bei ihm sieht man es gut. Hier, nur der Trizeps wird bewegt, weil der Ellbogen standhaft bleibt. Nur den Unterarm langsam hoch und runter drücken. Sieht richtig gut aus. Hier der hintere Kopf, hier der vordere Kopf. Dann kann man natürlich noch... Also sieht es gut aus. Genau so sieht es aus. Und da ist es auch, kann man sagen, aus Erfahrung, es ist auch besser, wenn ihr ein bisschen weniger Gewicht nehmt und es ordentlich macht, als ob ihr da, keine Ahnung, 60 Kilo macht und das für den ganzen Körper runterwirkt. Weil das bringt für den Trizeps einfach nicht. Ihr merkt es nicht richtig. So, das war jetzt erstmal das, was ich zeigen wollte. Wir werden noch viele Übungen für den Trizeps, für den Bizeps, für den Rücken filmen und es euch versuchen, so gut wie möglich zu übermitteln. Also, würde ich sagen, im Auto erstmal nochmal. Genau, wir sehen uns dann nochmal im Auto. Bis dahin. Ciao, ciao. Hi Leute, im Gym Studio. Wieder hier, wir haben uns gerade gesehen. Wir waren jetzt beim Fitness und haben schön einen abgepumpt.
Oh ja, das war ein gutes Training, muss ich ehrlich sagen. Der Booster hat schon wieder richtig geknallt, also hat die juckt und alles eigentlich. Beta-Analin läuft. Ja. Und wir haben ja jetzt die Brust trainiert und den Trizeps. Ich muss sagen, bei der Trizepsübung, da bei dem Video versteht man uns nicht so extrem. Das knirscht immer so zwischendurch, ja. Weil unser Filmer Paul ist ab und zu mit seinem Daumen über den Lautsprecher gekommen. Dafür müssen wir uns jetzt entschuldigen. Ja, und achso, bei der Brustpresse wollte ich auch nochmal sagen, wenn der Sitz hochgestellt ist, wo der Sitz unten ist, meinen wir natürlich 45 Grad. Versucht denn ihr euren Ellbogen wirklich 45 Grad gerichtet zum Oberkörper zu halten. Ja. Ist wirklich wichtig. Bei uns sind leider 45 okay, Grad. Kannst du nicht sehen. Nein, aber einschätzen. Nee, ich kann aber einfach die Ellbogen runter machen. So ja, ich meine einfach die Ellbogen runter machen, aber man, es ist nun mal so, bei uns sind die nicht perfekt. Wir wollen nicht, ja, wir sind nicht perfekt, ist klar, wir wollen euch ja, das gut rüberbringen und uns auch mit euch weiterentwickeln. Aber man sieht, wenn der Sitz hochgestellt ist, haben wir die guten 45 Grad durchgesetzt. Da war der wirklich schön gerichtet, dann spürt man schön aus der Brust raus und nicht aus der Schulter, weil die Schulter ist gerne mal bei einer Brustübung auch der Hilfsmuskel. Richtig? Ja, natürlich kann man ja auch dann mit einem Geodreieck hier nachmessen, also das wäre dann auch eine. Nein, Variante. Wir wollen eigentlich nur vermitteln, dass wieso denn auch? Wir wollen nur vermitteln, dass ihr bei jeder Brustübung die Brust am besten spürt. Wir haben natürlich noch viel mehr Brustmuskelübungen, die wir euch auch noch zeigen werden, aber das ist so eine Übung, die viele, viele falsch machen, weil sie wie die Verrückten zu schnell ganz gerade nach vorne gehen, ganz schnell nach unten. Man kann ja zügig machen, ist kein Ding. Man muss ja keinen negativ wichtigen Satz draus machen, sondern aber dass ihr wirklich nicht 90 Grad macht. Unter 90 Grad ist immer besser, ihr spürt die Brust nun mal besser. Ist nun mal so. Ich bin jetzt auch ziemlich K.O., wenn ich ehrlich bin. Hier ist Apfelringe, unser Trockenfrüchte sind noch genau 3 Stück drin. Hast du schön gefüttert. Ja, okay. Banane, 4,5 Dinge. Banane ist auch schon intus und unser kleiner Proteinshake war auch intus. Also es läuft, ist gut drauf. Ja. Dann beim Trizeps halt nochmal, da kann man ein bisschen über den Lautsprecher und euch nicht wundern, dass es so nah ist. Das Gym war extrem voll. Ein Schritt zurückgehen und gleich kommt einer, wie ihr das vielleicht auch kennt, sitzt hier voll zu nah, rutsch mal oder wie lange seid ihr da noch dran? Oder der Klassiker, braucht ihr den Griff? Ja, ist halt ziemlich nervig, aber da kennt er wahrscheinlich jeder, oder? Ja. Floppy. Okay. Dann nicht. Ganz ehrlich. Pfosten. Ja, brauchst für mich auch nichts mehr erwarten, ganz ehrlich. Okay, das war wieder Gym Studio. Achso, Fazit zu dem Booster noch. Haben wir das nicht am Anfang gesagt? Ja, wie es heute war. Heute, wir haben 15, warte mal, wann haben wir ja angefangen? Also man sollte halt mindestens 3 Stunden davor nichts essen, damit er richtig knallt. Also ich habe heute 4 Stunden nichts gegessen und der hat ordentlich gezogen. Entschuldigung. Naja, 3 Stunden und 4 Minuten. Nein, der hat richtig geknallt, Alter. Der war richtig sexy. Obwohl der Geschmack ist halt so eine Sache, aber der Pump ist richtig gut. Einfach angespannt und der ganze Muskel kommt schon richtig vor. Also es war schon richtig sexy. Jetzt das nächste Video wird beinhalten von mir mein Frühstück und von dem jungen Handy denn sein Armbrot. Das werdet ihr dann sehen. Und ja, wenn euch das Video denn gefallen hat, trotz mancher Störungen, einfach einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, hast du noch was Wichtiges zu sagen, Felix? Fick dich. Denn nein, nicht. Nix. Ja, ja, oder wenn ihr uns verfolgen wollt, abonniert uns einfach und ja. Wir sehen uns dann. Ciao.